Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen ELG-Weihnachtsgottesdienst. Ein Lüftungsgottesdienst. Und ich werde jetzt hier zum Lüften auch mal das Fenster öffnen für den Herrn Kambeis. Ja, herzlich willkommen auch von mir zum diesjährigen Weihnachtsgottesdienst. Schön, dass er stattfinden kann, obwohl er eigentlich gar nicht stattfinden kann, präsenzmäßig. Aber es ist wunderschön, dass wir hier in dieser Kirche sein können, die einfach wunderschön renoviert ist, nachdem sie so lange geschlossen war. Es ist eigentlich auch ein schönes Zeichen, dass man nach so einer schweren Zeit dann auch die Aussicht hat auf eine erneuerte Zeit, in der alles wieder schön wird. Und als schönes Zeichen habe ich es jetzt gedeutet, dass ich, als ich heute den Schlüssel bekommen habe, ihn in dieser wunderbaren Tüte bekommen habe mit dem Slogan Aufatmen, Ausrufezeichen. Passt wunderbar zu uns. Und das passt auch sehr, sehr gut zu einer Bibelstelle, die hier am Anfang stehen soll. Matthäus Kapitel 11. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Und in einer Übersetzung von Jörg Zink heißt es, ich werde euch aufatmen lassen. Jetzt holen wir Luft und wünschen allen einen schönen Weihnachtsgottesdienst. Schönen Weihnachtsgottesdienst. Mensch, jetzt beeil dich doch mal. Ich hab noch viel zu tun. Als ob. Was denn? Auf deine 23. HÜ oder was? 17. wenn du es genau wissen willst. 17 HÜs? Oh nein, ich hab erst 10 geschrieben. Ich glaube, ich verfehle die Bildungsziele. Scherzkeks. Zieh lieber deine Maske mal ein bisschen höher. Deine Nase guckt raus. Selber Scherzkeks. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jesus oder was? Ey, lass bloß Jesus aus dem Spiel. Warum? Boah, ihr habt Themen. Ich habe ein viel wichtigeres Problem. Problem? Was? Glaub ich, für ein Problem kannst du schon haben? Ich habe keine Ahnung, ob die Färbung meiner Maske auch wirklich zu meiner Haarfarbe passt oder ob ich lieber eine weiße anlegen sollte. Oder eher eine bunt bedruckte oder eine Bonbonfarbe. Probier es doch mal mit einer politischen Aussage als Aufdruck auf der Maske. Zum Beispiel, diese Maske soll dich vor meinem Gelaber schützen. Das wird nichts nützen. Na, du ganz still mit deinem zurückgebliebenen Modegeschmack. Als ob dich guter Geschmack vor Corona schützen könnte. Lass mich deinem intellektuellen Gesülz in Ruhe, du hast doch eh keine Ahnung. Aber du. Ja, ich. Wenn ich da oben Entscheidungen treffe. Gott behüte. Da oben gibt's schon genug Dumpfbacken. Hallo, was ist denn hier los? Könnt ihr bitte mal eure Fenster aufmachen? Hier ist ja total dicke Luft. Tomaten auf den Augen? Die Fenster sind offen. Das sehe ich, aber das habe ich auch anders gemeint. Hä? Na, ihr habt gewaltig dicke Luft produziert. Ihr streitet so laut und heftig, dass mir fast die Luft weggeblieben ist, als ich reinkam. Aerosole für die Seele, nicht ungefährlich. Aerosole für die Seele. Und was schlägst du als Gegenmaßnahme vor? Sucht es euch aus. Rechtzeitig runterkommen vor dem unbedachten Meckern. Erstmal Luft holen, bevor man andere niedermacht. Der oder die andere, also mein Gegenüber, ist auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Ein Mensch mit einer verletzlichen Seele also? Ja, eine verletzliche Seele. Die ersticken kann im Wortmüll, den manche Leute viel zu schnell produzieren. Jetzt hast du dich aber ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt mit deiner Meinung. Wenn ich was Falsches sage, weise es mir nach. Ansonsten denk erst mal drüber nach. Ich stelle mir vor, dass jede Seele ein Fenster oder mehrere Fenster hat. Und es ist heilsam, das eine oder andere dieser Fenster zu öffnen, damit die Seele Luft bekommt. Aufatmen, wie? Aufatmen, ja. Atem holen. Zur Besinnung kommen. Das Herz auf den rechten Fleck rücken. Wie wäre es, wenn ihr da, wo ihr jetzt seid, ein Fenster öffnet? Genau jetzt. Durch. Atme aus und atme.
füllt dir das Herz mit neuem Leben. Gib Gottes Atem in dir Raum. Gott öffnet dir ein Fenster. Gott hat alles, was du brauchst. Füllt dir das Herz mit neuem Leben. Gib Gottes Atem in dir Raum. Gelobt seist du für Bruder Wind, aus dem Sonnengesang des Franz von Assisi. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Wind, für Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deine Geschöpfe am Leben erhältst. Gelobt seist du, mein Herr, für jene, die verzeihen, um deiner Liebe willen, und Krankheit ertragen und Not. Selig, die ausharren in Frieden, denn du, Höchster, wirst sie einst krönen. Lobt und preist meinen Herrn und dankt und dient ihm mit großer Demut. So, hallo an alle. Ja, Thema Lüften. Also, ja klar, logisch, wir haben auch schon vorher gelüftet, bevor wir es mussten, aber im Moment ist ja echt alle 20 Minuten. In manchen Klassen gibt es einer, der hat sich zum Lüftungsoberwart ernannt und Herr Cludius, wir müssen und so. Und alle 20 Minuten, wir machen es total, alle Fenster völlig weit auf. Also im Sommer war das ja kein Problem, da haben wir das ja echt gerne gemacht, aber hier im Moment echt hier kalter Winter und nass und alle 20 Minuten und noch einen drauf und Fenster auf und so. Und ich finde das total lustig, ein paar von euch haben was richtig gut gemacht. Also ein paar von euch kommen mit Decken. Ich finde das manchmal richtig rührend, den Anblick. Also wenn du dann so eine Zehntklässlerin vor dir hast, die mit der Wollmütze und der Decke und bösem Gesicht, soweit man es unter der Maske sehen kann, da sitzt. Hey, das ist echt, es rührt mein Mitleid. Es fehlt echt eigentlich nur noch der McDonald's-Becher vor ihr und das Pappschild, mein Kind hat Hunger oder irgend sowas. Sieht echt nach Fußgängerzone aus. Ja, und zwar deswegen, weil dieses Lüften, klar, einerseits frische Luft, neue Gedanken, aufatmen, aber andererseits, es stört mich bei dem, was ich jetzt gerne machen würde, mir wird kalt, es ist nicht so gut, wie es sonst ist, so. Und da steckt was ziemlich Gutes drin, weil das Lüften hat beides. Es hat einerseits, hey, da kommt von draußen was Gutes und was Neues und frisch und los und aufatmen. Und es hat auch dieses, oh, es ist unangenehm, es tut weh, so. Und so ist das mit dieser ganzen Zeit und so ist das mit dem, was Gott uns hier gerade aufgibt. Dieses Ganze mit Corona und Schule zu und alles schwierig und so, da steckt auch drin, es bricht von außen, genau wie ich die Fenster aufmachen muss, es bricht von außen hier was rein, was mich in meinem, ich würde eigentlich jetzt gerne meine Arbeit ganz normal machen, was mich in dem stört. Und da steckt was Gutes drin. Weil die Welt zeigt endlich mal, die Welt steht dazu, dass sie diese Seite hat. Nämlich, ich bin nicht sicher, ich bin nicht verlässlich, ich bin nicht immer angenehm und vor allem, ich bin nicht dein echtes Zuhause. Jedes Mal, wenn ich in der Klasse dieses Gefühl habe, mir passt es hier nicht, kalt, ich will, dann sagt mir die kalte Luft, ja, du bist hier auch nicht zu Hause. Das ist der Platz, wo du deinen Job machen musst, sondern... Und ich bin in der ganzen Welt nicht zu Hause. Wirklich zu Hause bin ich bei Gott. Wirklich zu Hause bin ich immer dann, wenn ich dran denke, hier bei allem, was schwierig ist und Fenster auf und sonst was. Wirklich zu Hause bin ich, wenn ich denke, du bist der, der bleibt. Du bist der, der gut ist. Und du bist der, der in all dem, was uns hier passiert, eine richtig große Aufgabe für uns hat. Nämlich die Aufgabe, so, verlass das Gewohnte, mach nicht einfach immer weiter, was du weitergemacht hast, mach auch nicht immer einfach nur, was du dir vorgenommen hast, sondern so, Fenster auf, unangenehm. Aber jetzt bist du gefragt. Jetzt bist du gefragt mit dem, was du kannst.
Jetzt kommt die Herausforderung und jetzt erwartet Gott von dir, dass du in dem ganzen Nicht-Zuhause und in dem ganzen Schwierigen, dass man sieht, ja, ich kann auch, wenn es nicht so läuft, wie ich will, ich kann dann sogar besonders gut. Denn dann sieht man, dass ich einer bin, der weiß, worauf es wirklich ankommt. In diesem Sinn, bei allen offenen Fenstern und allem Nicht-Zuhause und allem Unangenehm, ich wünsche euch, dass ihr ganz viel von diesen beiden Sachen merkt. Ich bin hier nicht zu Hause, aber ich habe ein Zuhause. Vielen Dank, lieber Gott. Und das Zweite, ich werde gerade herausgefordert, aber dann bin ich besonders gut. Frohe Weihnachten! Wir bitten für alle, die sich im täglichen Schulleben beteiligen, damit sie in dieser besonderen Zeit einen klaren Kopf behalten können. Für die Ärzte und Helfer in der Pflege, unterstütze sie und gib ihnen Kraft und Mut und lass sie nach ihrer schweren Arbeit durchatmen. Wir bitten für unsere Großeltern und alle älteren Menschen, die allein durch diese Krise gehen müssen, weil sie uns und andere Verwandte nicht sehen können. Wir bitten für alle Hilfsbedürftigen, Obdachlosen und Kinder ohne Familien. Mögen sie alle die Corona-Krise gut überstehen, die Hilfe Gottes spüren und einmal wieder tief Luft holen können. Wir bitten für die, denen die Existenzgrundlage genommen wurde, Gastwirte und Künstler. Vater, bringe frischen Wind und einen Auftrieb in ihr Leben, der sie auch in neue Höhen bringt. Sie sollen ihr Leben wieder mit neuem Mut aufnehmen können. Wir bitten für alle, die durch das Coronavirus einen geliebten Menschen verloren haben. Wir bitten darum, dass sich für sie ein Fenster öffnet, das sie mit Licht und Freude erfüllt. Boah, Maria, mach's Fenster auf! Es stinkt! Jesus hat schon wieder in die Windeln gemacht und gerade hat der Ochse so ein Fladen neben die Küche gesetzt. Oh Josef, dann zieht's doch aber so. Mann, dann dreh dich um, dann drückt's. Oh Josef, wo bist denn jetzt so? Oh Mann, Maria, mir wird das gerade alles zu viel. Die Ansprüche sind hier oben. Gleich kommen die Hirten vorbei, nachher die heiligen drei Könige. Die ganze Zeit kackt er in die Hose. Oh. Josef, ich glaube,
Du bist es, der immer lüften muss. Maria, das ist es. Ich muss hier raus, ich brauche frische Luft. Vielleicht hat es sich ja vor 2000 Jahren so abgespielt. Wer weiß, ich meine, so Neugeborenes zu versorgen in den ersten paar Tagen, das ist schon richtig Stress. Eure Eltern können bestimmt ein Lied davon singen. Und als Josef und Maria als relativ normale Menschen den Sohn Gottes zu versorgen, das ist schon eine Herausforderung und mit Sicherheit kein Mäuseschubsen. Ich meine, uns geht es ja eigentlich gerade ähnlich. Die Ansprüche sind auch hier oben. Schule, die Maske die ganze Zeit auf, die Verantwortung, keinen anderen anzustecken. Da muss man auch einfach mal lüften. Und was ein Glück sind jetzt Ferien. In diesen Ferien feiern wir ja die Geburt des größten Lüfters überhaupt. Der ist nämlich nicht zu Hause hocken geblieben, der ist auch rausgegangen lüften. Jesus hat sich ja nämlich eingesetzt für Arme und Unterdrückte und gegen Ungerechtigkeit und Abweisung. Wenn das mal nicht Lüften auf Champions League Niveau ist. Zugegebenermaßen, das ist schon für uns normallos relativ schwer und in diesen Zeiten mit Kontaktverbot und so weiter noch schwerer. Aber das macht ja nichts. Nutzen wir einfach den Rückenwind der Botschaft Jesu. Liebe deinen Nächsten. Ihr könntet einfach euren Nachbarn einen kleinen Zettel schreiben, auf dem steht: Frohe Weihnachten, wir denken an euch. Und werft den am 24. einfach in deren Briefkasten. Oder ihr könntet dieses Jahr bei den Sternsingern mitgehen. Die gehen trotz Pandemie von Haus zu Haus, natürlich unter anderen Bedingungen mit einem Hygienekonzept, aber sie machen es. Es gibt also zig Möglichkeiten. Aber es heißt ja nicht nur liebe deinen Nächsten, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das heißt eigentlich so viel wie: sei mit dir selbst im Reinen und tu was dafür, dass du mit dir selbst erstmal klarkommst, dass du dich selbst akzeptierst und liebst. Und wenn man jetzt genervt ist, wie Josef vielleicht vor 2000 Jahren oder wie wir heute in dieser aktuellen Pandemiesituation, dann macht es doch einfach so. Geht raus und lüftet. Macht Sport, bewegt euch und lasst die PlayStation aus. Ihr werdet sehen, das wird einfach gut tun. Ihr Lieben, ich wünsche euch von ganzem Herzen gesegnete, aber vor allem gelüftete Weihnachten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der allmächtige Gott beschütze euch. Er halte allen Schaden von euch fern. Er lasse euch zu den glücklichen und frohen Menschen werden, die ihr eigentlich seid. Er passe auf die Menschen, die ihr liebt. Und er führe euch zum großen Ziel eures Lebens. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.